Für die Indios ist dieses Gebiet das Land ihres Überlebens, das Land ihrer Mythen, ihrer Riten, das Land für das Leben. Und die Regierung oder diese Gesellschaft, die neokapitalistische Gesellschaft, denkt über Land nach, das wir kaufen und verkaufen. Und wenn ein Land wie das der Indigenen Bodenschätze oder Naturreichtümer hat, dann muss das geschürft werden oder geplündert werden. Es geht also Land zum Leben und Land als Ware. Da prallen die Dinge aufeinander. Es gab keine Malaria, es gab keine Grippe dort und die wurden eingeführt, dadurch den Kontakt mit den Weißen. Das heißt nicht, dass sie nie krank gewesen sind, aber bestimmte Krankheiten hatten sie nicht. Die Weißen sind verantwortlich, also die Regierung ist verantwortlich, dass sie einen Gesundheitsposten und nicht nur ein Haus dahin stellt, sondern dass Leute einfach da sind. Es kann ja nicht sein, dass die Indio-Kinder wegen einem Durchfall oder wegen einer Grippe sterben. Und es gibt leider Gottes jetzt mit dieser neuen Regierung, gibt es nicht viel, ich möchte sagen, keine größeren Unternehmen, um diesem vorzubeugen. Wie ich die Indios kennengelernt habe, da war noch der Tauschhandel. Du bekommst was, du gibst mir was, man tauscht aus. Ich war in einer kleinen Gemeinschaft und da habe ich einen wunderschönen Bananenhain gesehen. Da habe ich gefragt, wer hat diesen Bananenhain gebaut? Also die mir von diesem Volk haben nie gebaut. Wir. Dieses Wir-Empfinden, wir haben das gemacht. Der alte Mann, die alte Frau, auch die Kinder, alle gehören einfach dazu. Und das finde ich das Schöne, dieses Wir-Empfinden der Leute. Die Indios sind nicht rückständig, die haben ihre eigene Kultur und sie haben ihre Art und Weise. Aber man sagt, dass sie rückständig sind, das ist nur aus dem Blick des Weißen sind sie rückständig. Die Indigenen, darum sind wir eigentlich dafür, dass ihre Gebiete abgegrenzt werden, damit retten wir einen Teil von Amazonien. Zusammen mit den indigenen Gebieten und den Nationalparks retten wir noch, was zu retten ist.